Bike Days 2018 hier im schönen Solothurn. Und Gumilov ist natürlich auch wieder mit dabei, mit unserem schönen Amstettwägeli. Leider ist uns aber der Gummi geplatzt. Tja. Wo kriegt man recht besser Hilfe als bei den wahren Profis, wenn es ums Gümmeln geht? Bei den Bikern. Wie man mit einem geplatzten Gummi umgeht, in der Bike-Szene und wie wir Gummilov mit einem geplatzten Gummi umgehen, das finden wir heute doch mal raus. Let's go! Und jetzt sind wir hier bei den Dirtbikern. Und das sind wirklich die wilden Jungs. Die von der Bike-Szene, bei denen geht es richtig zu und her. Und ehrlich Jungs, sagen mal, ist bei euch auch schon mal der Gummiplatz? Du hast schon mal den Gummiplatz? Du hast schon mal den Gummiplatz? Nein, ich habe immer die Uhren Gummilauf-Dinger da, die sind voll. Also so einen ist mir noch nie geplatzt. Aber aha, du redest von unseren Velos. Ja. Ja, nein, ich fahre so super den Platz. Das stimmt, ja, wir sind relativ smooth unterwegs. Also wenn man gut mit dem Velo umgeht, dann passiert an diesen Rädern quasi nicht. Liebe zum Velo. Ja, musst Liebe einfach zum, ein bisschen, Liebe einfach zum Material. Ja, einfach Liebe zum Schlauch, Mann. Ja. Der Gummi ist halt schon wichtig. Ja, musst du deinen Schlauch lieben. Ramon würde sagen, mach's mit Gummi, sonst hast du einen Platz. Mach's mit Gummi, sonst hast du einen Platz. Ja, das würde Ramon sagen, der Ramon-Hund. Warte mal, komm, jetzt geben wir dir dort einen Gummi. Hey! Da, schau! Hey, schau! Die Haare! Die Haare! Hältst du dich, gell? Wie ist das? Wenn man so einen Platten hat, vom Velo, darf man dem da noch umeinander fahren? Es ist einfach sehr heikel. Also erstens einfach mal von der Fahrstabilität her. Und ich denke, das Fahrzeug muss einfach in der Ordnung sein, wenn man auf die Strasse will. Wenn man im Verkehr will, dann muss er wirklich der Gummi einfach einwandfrei sein, das Fahrzeug einwandfrei sein, alles muss stimmen, damit man auch sicher da durchkommt. Danke Herr Müller, und ich glaube, wir müssen so schnell wie möglich unsere Platte flicken, damit wir wieder sicher unterwegs sind. Richtig. Ich weiss, wenn ich Hilfe brauche, dann kriege ich die im Gummilauf-Chat. Christian hat mega cool zurückgeschrieben, ob es da um eine Verhütungsbahn geht. Er hat gesagt, wenn er jetzt platzt ist, können wir ein Verhütungsmittel holen, eine Notfallverhütung, bei Deko. Ich weiss nicht, hoffen wir, das Wägeli wird nicht schwanger. Hilfe fürs Gummilauf-Wägeli. Wichtige Mission an den Bike Days. Wir brauchen eure Hilfe. Bitte schicken. Woo! Hey, danke, Nati. Danke vielmals. Ja. Aber schnell, da. Nein, das ist wichtig. Eben, ja, wir müssen schauen, dass sie die richtige Größe haben. Wir sind ready to roll. 4, 3, 2, 1. And applause! Wow! Wir sind in Solothurn der grösste Ständer des Events. Wow! Oh mein Gott! Ja, ich kann es selber nicht glauben. Du. Boden bis zum Boden. Der Boden ist und das ist, sieht man es was? Bambelt, wie safe ja, unterwegs nur. Bist an deiner Afterparty. Und ich glaube, so kommt es gut. Nochmal bambelt. Alle zusammen. Er ist der Tommy Wittmer, das ist der Lukas Huppert, das ist der Tommy Bosser. Wir reden hier über Tinder. Herzlich willkommen. Tinder. Mit Gummilauf. Und gerettet, du bist ins Finale gekommen. Yes. Unsere grosse Hoffnung. Und dann noch so jung. Wie alt bist du jetzt? 17. Nein, 17. Cool, und ja, wir sind mega stolz, dass du da so gut unterwegs bist. Heute Abend kannst du sicher noch ein bisschen Party machen. Nicht immer gut bei der Afterparty. Aber ich immer wieder. Einen schönen Run wie beim Premier. Kathrin, was macht man, damit man keine Platten überkommt? Ja, so ein sauberer Fahrstil, gute Technik, das Material ist schon auch wichtig. Dass wenn man auch mal einen Dorn verwischt oder so, dass die Milch macht dann wieder dicht. Ja, Kathrin, richtig gute Tipps geben für unser Wägeli. Bei den Gummis im Liebesleben ist es leider nicht so, dass man sie einfach wieder flicken und weitergeht. Aber es kommt natürlich auch sehr auf die richtige Technik drauf an und dass man sie richtig anwendet. Wie beim Biken, weil dann verhindert man, dass der Gummi überhaupt platzt.